begrüße Sie recht herzlich nach unserer Sommerpause wieder zur ersten Lecture der jungen Architekturgespräche. Heute wieder mit den DAMM Lectures. Wir haben heute zwei spannende Vorträge vor uns zum Thema einfach nur Gewerbebau. Und eigentlich würde ich Peter jetzt bitten, dass er kurz etwas zur Juryfahrt und zu dem Juryurteil sagt. Aber das können wir auch nach hinten verschieben. Wir können einfach direkt starten mit Herrn Hippmann, mit dem Vortrag. Und dann schließen wir einfach das Statement von Peter hinten an. Ich würde Ihnen dann jetzt einmal den Monitor geben. Dann schalten wir jetzt unsere Kamera und unseren Ton aus und übergeben Ihnen die Bühne, Herr Hippmann. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Herr Petzet und ich, wir sind die beiden, die noch mitten in der Sommerpause sind eigentlich. Bei uns sind es genau die Mitte der Sommerferien in Bayern und in Baden-Württemberg. Also vielen Dank für die Einladung, auch vielen Dank für die Plattform, um eben ein Thema anzusprechen, das bei uns im Büro in der Zwischenzeit einen sehr großen Raum eingenommen hat und wie wir finden, auch in eben ein sehr spannendes Themenfeld einbietet und Möglichkeiten. Wir sprechen heute über den Club Traube in Stuttgart. Wie immer bei jedem Projekt beginnt das Ganze mit Menschen. Ja, der Startpunkt sind Menschen. In diesem Fall ist es die Sabine Harms, rechts im Bild, und Oliver Schmidt. Das sind die beiden Bauherren, verheiratet miteinander. Oliver Schmidts Eltern haben vor über 40 Jahren die Weinhandlung Schmidt in Stuttgart gegründet, waren, glaube ich, auch eine der ersten oder vielleicht sogar die, oder glaube sogar die ersten, die den Prosecco nach Deutschland importiert haben. Sabine hat vor sechs oder sieben Jahren dann die Verantwortung hauptsächlich übernommen für den Onlinehandel Videli. Und so wie sie auf dem Bild erscheinen, sehr viel Lebenslust und Lebensfreude, aber auch ein großes Händchen für Qualität und Bewusstsein. Wir wurden bereits sehr früh eingebunden in die Standortsuche, um das vielleicht zu erklären. Die Weinhandlung, wie sie sich immer so gerne entwickelt, so ein Geschäft, hat sich auf drei Standorte verteilt. Einmal eben die Weinhandlung, also sprich der Handel an sich, die Weinagentur, indem man bestimmte Winzereien oder Weingüter nach Deutschland importiert und vermarkten hilft. Dann eben das Lager, also das Logistiklager genau auf der anderen Seite von Stuttgart. Hier ist für diejenigen, das ist das eigentliche Zentrum von Stuttgart, und der Onlinehandel eben von hier. Das heißt, auf drei Standorte verteilt, und von der Strecke von hier nach da sind es bei schlechter Verkehrslage auch durchaus mal 1,5 Stunden. Es war also klar, dass man irgendwann das Ganze an einem Standort verbinden will. Jetzt muss man dazu sagen, dass sowohl Oliver Schmidt und Sabine Harms typische Stuttgarter sind. Das heißt, die haben Stuttgart zu schätzen gelernt oder wissen Stuttgart zu schätzen und wollten unbedingt in Stuttgart mit ihrer Firma bleiben. Dennoch, so eine Weinhandlung, Weinagentur, Onlinehandel und Lager braucht eigentlich eine Anlieferung mit einem Sattelschlepper. Das heißt also, es war ausgeschlossen, dass wir hier in Stuttgart was finden, in dem absoluten Zentrum, sondern ins Gewerbegebiet außerhalb gehen müssen. Ein Mietobjekt war nicht zur Verfügung, stand nicht zur Verfügung, es war nichts am Markt, sodass sich die Bauern entschlossen haben, etwas zu kaufen. In dem Fall im Bereich, wenn man hier Stuttgart, Neckar, der Wasen, Mercedes-Benz-Arena, hier Mercedes-Benz-Museum, der berühmte Gaskessel und hier die eigentliche Innenstadt von Stuttgart. Also direkt an der Übergang von Stadt zu Land kann man schon nicht mehr sagen, aber eigentlich so diese Peripherie, die sich über 20, 30 Kilometer von so Großstädten wegzieht, also typisches Bild, das es sich sicherlich bei jeder Großstadt zeigt. Wie man sieht hier, die ehemalige B10, jetzt eigentlich so eine der Hauptverkehrsachsen entlang des Neckartals. Zwei Bahnlinien, Stadtbahnlinien, Grünstreifen, Autohäuser, irgendwelche belanglosen Gewerbebauten. So in dem Zentrum, hier hinten ist Mercedes-Benz, hier vorne sind Teile des Kohlekraftwerks Stuttgart, ein Getränkehandel als unmittelbarer Nachbar und hier die Zufahrt auf dieses Grundstück.
Ja, so nochmal hier das Kohlekraftwerk, hier der VW-Händler. Ja, so sah es vorher aus. Das ist so der Eindruck, wie die Situation tatsächlich ist bei tagsüber zwei U-Bahn-Linien, Hauptverkehr. Hier ist das Gebäude im Bau. Wir sehen hinten die Weinberge. Also es gibt durchaus bei genauem Betrachten Qualitäten, die es dort rauszuarbeiten gilt. Hier die Gleisanlagen mit der ehemaligen B10. Hier die Zufahrt. Eine Zufahrt von hier war seitens der Stadt nicht möglich, was uns natürlich gut getan hätte. Das heißt also, wir hatten nicht nur eine Lage außerhalb von Stuttgart, also vom eigentlichen Zentrum, wir hatten aber ein bisschen die Schwierigkeit, wie findet man eigentlich dieses Gebäude. Da wir bei der Grundstückssuche helfen durften und auch an dem Punkt auch früh bestimmte Kosten angeben sollten, in welche Richtung das ungefähr geht, haben wir ganz am Anfang eben eine prinzipielle Untersuchung gemacht, welcher Baustoff denn als Baumaterial sich am ehesten eignet. Wir haben natürlich die Holzkonstruktion untersucht, was uns als Architekten zunächst mal sehr lieb gewesen wäre, dann Beton und dann eben ein Stahlbau. Grundsätzlich muss man sagen, der Stahlbau wäre sicherlich am günstigsten gewesen, aber durch das, dass wir hier aufgrund von Kosteneinsparungen oder ja, um weniger Grundstücksfläche zu kaufen, eine Grenzbebauung haben, war hier eigentlich über die gesamte Länge eine Brandwand notwendig. Und dadurch wurde der Betonbau, hat sich gezeigt, dass der Betonbau wirtschaftlich sehr gut mithalten kann. Zudem, wir ja mit Wein zu tun haben, Wein verträgt relativ schlecht schnelle Temperaturschwankungen und wir durch das, dass die Temperaturen sehr langsam verlaufen in einem trägen Gebäude, war natürlich auch die Wahl, auf Beton zu gehen, in dem Fall eine gute, weil wir auf die mechanische Kühlung verzichten konnten. Das Ganze wurde mit Büro Ebyg aus Tübingen entwickelt, das heißt Low Tech, so wenig wie möglich Technik einzubauen, um eben auch die Unterhaltskosten so gering wie möglich zu halten. Ganz am Anfang hat uns der Bauherr sehr genau sagen können, wie viele Palettenplätze er braucht, mit was für Hebewerkzeugen er arbeitet, wie viele Weine er braucht für Einzelflaschen. Das heißt, wir konnten sehr früh die Hallenbreite definieren und auch sehr gut den Bereich Lager und Logistik ausarbeiten. Was wir eben nicht wussten und wo wir Architekten einfach ganz schnell an unsere Grenzen gekommen sind und auch sagen mussten, lieber Bauer, wir brauchen hier dringend jemanden, der sich in dem Bereich auskennt, ist, wie kann man einen Online-Handel offline bauen, darstellen, entwickeln? Da war aber relativ schnell jemand gefunden, der schon sehr früh mit Bideni zusammengearbeitet hat, nämlich bei der Gründung der Firma und die Produktentwicklung, nämlich Martin Grothmark von Projekt Ringel Design Studio. Ich betone das deshalb, weil oftmals wird man immer als Architekt, wird der Architekt genannt, aber in dem Fall möchte ich einfach auch Martin Grothmark mit ins Boot nehmen, weil sowohl er, Projektleiter Christian Daniel Schmidt und auch wir haben uns sehr gut ergänzt und wir konnten gemeinsam was Gutes entwickeln mit unserem Bauherrn. Das heißt, die Basis war eben nicht nur eine gute Ausbildung und nicht nur eine gute Passion für den Beruf, sondern einfach das Vertrauen in die Qualitäten des anderen und auch die Kritikfähigkeit und den Drang nach was Besserem zu machen. Das heißt also, es war ein Dreigestirn, das dazu beigetragen hat, dass wir mit dem Projekt so gut landen konnten. Ganz am Anfang hat uns der Bauherr auch gesagt, was seine grundsätzliche Idee war. Er möchte 80 bis 100 Weine verkosten lassen. Das ist insofern wichtig, weil ein Onlinehandel lebt natürlich von seinen Bewertungen, die jemand, ein Kunde online einsehen kann. Daher war die Idee zu sagen, jeder, der kommt, kann über eine Chipkarte Weine probieren, die in so einem Dispenser, nennt man das, kühl gehalten werden und auch über 3 Monate haltbar sind, und gibt seine Bewertung. Entschuldigung, irgendwas ist, ich habe einen ganz schrecklichen Ton bei mir.
Irgendjemand hat, glaube ich, sein Mikro an und weiß es nicht. Gut. Dafür ist der Bauherr auch nach Südtirol, nach England gereist, um genau solche Konzepte anzuschauen. Gemeinsam mit Projekt Triangel wurde eigentlich eine Displays entwickelt. Wie geht man mit den Dispensern um? Wie kann man beschriften? Wie kann man den Online-Text auch offline darstellen? Man kann was abreißen und mitnehmen mit einem Code, wo man im Telefon abfragen kann und bestellen kann von zu Hause aus. Es war also nicht geplant, einen Einzelhandel zu machen, wo man eine Flasche Wein kauft, sondern tatsächlich eher ein Marktplatz, wo man sich erkundigen kann oder wie eine Messe, um dann danach online zu bestellen. Sicherlich auch online hätte man bestellen können vor Ort. Aber es ist nicht gedacht, dass man nur eine Flasche Wein kauft. So, wir hatten schon sehr früh diesen Dispenser gekauft als Probe, hatten Wagen bauen lassen mit hier, wo die Beinotizen drauf sind, wo ein Tisch ist, wo die Gläser untergebracht sind, wie viel wir brauchen, wie viel wir benötigen, wie man damit umgeht, die Technik, hier muss man öffnen, alles wunderbar, ganz toll ausgearbeitet. Hier noch der Prototyp mit einfachen Metallböden. Ja, wie man mit dem Raum umgeht, hier die 6 Dispenserwägen, hier die Tische, kleine Sitzgruppe oder hier mit großem Tisch und die Dispenser. Ja, und dann, wieso geht das jetzt nicht weiter? So, wir haben den Raum schon fertig, wir haben die Farben fertig. Ups, was ist jetzt passiert? Bin ich sichtbar? Ja, das war nur eine kleine Unterbrechung, wir sehen es jetzt wieder. Ja, ich kann aber meine Präsentation nicht sehen. Okay. Moment. Ah ja. So, ja, und dann eben, jetzt ist die Dramaturgie fast durch. wir haben die Farbkonzepte gehabt, Materialkonzept fertig. Ja, und dann kam der Anruf vom Bauherrn, der Wein schmeckt gar nicht in dieses Dispenser. Ja, jetzt fragt man sich, also irgendwie, wir müssen alles stoppen, die restlichen Wägen waren bestellt. Wein schmeckt nicht. Die Frage natürlich von uns, was ist da los? Das hättest du ja vorher merken sollen. Das war auch so. Er hat es auch vorher, also er hat bei den ganzen Tests, wo er gemacht hat, in anderen Standorten immer gesagt, naja, also die Weine waren nicht gut, aber das Konzept ist super. Was man dann aber festgestellt hat, dass eben diese Dispenser, damit die Weine nicht oxidieren, mit Argon die Argongas einblasen. Aber offensichtlich braucht der Wein halt doch den Sauerstoff, um eben seinen ganzen Geschmack zu entfalten. Das heißt, wir mussten feststellen, dass das Dispenser-Konzept nicht funktioniert. Und das war ich zu dem Zeitpunkt, wo der Raum fertig war. Der Bauer hatte sogar den Winzer da, mit dem er die Weine probiert hat. Auch der konnte seine eigenen Weine nicht erkennen. Das heißt also, Konzept tot, Konzept, wo man Monate dran gearbeitet, funktioniert nicht. So, Martin Grothmark und ich haben dann darum gebeten, einfach mal, dass wir nochmal eine Auszeit bekommen, wie wir jetzt weitermachen, weil es war tatsächlich klar, dass der Rest eigentlich soweit funktioniert, aber eben dieser Weinraum so ja, neu gedacht werden muss. Dann sind wir eigentlich zurückgegangen auf das, was ganz am Anfang und schon eigentlich wichtig war, dass Oliver Schmidt jemand ist, der sämtliche Winzer und Weingüter persönlich besucht hat, auch schon langjährige Geschäftsbeziehungen hegt, auch Freundschaften zu den Winzern, einzelnen Winzern teilweise hat und immer auf der Suche ist nach was Neuem. Das heißt, eigentlich geht man zu jemand, der einem seine Vielfalt persönlich auswählt und persönlich zeigt. Und das wird, dann haben wir eben gesagt, wir machen eben kein Weinraum, keine Weinhandlung, wo Wein drin steht, sondern eigentlich im Zentrum die Menschen, die diesen Wein verkaufen und handeln. Und jeder, der kommt, es ist eben kein Einzelhandel, wird persönlich
kriegt eine persönliche Auswahl und eine persönliche Beratung. Und so, Oliver Schmidt hier links, so ist eigentlich seine Herangehensweise, Wein nicht als was Edles und als eine Wissenschaft zu sehen, sondern eigentlich ein Lebensgefühl. Man sieht jetzt hier den Weinraum nochmal, wenn man reinkommt vom Haupteingang, also über diese Türe hier, die ja jetzt auch immer noch besteht. Es ist eben hier diese Tischanordnung mit einem erhöhten Tisch, dann diese Sitzgruppen, wo man miteinander reden kann, auch im Zwiegespräch, hier der kleine Block. Und in dem Bereich sind die Büroarbeitsplätze. Im Mittelbereich sind die Nebenräume. Was uns bei der Auswahl zu Beton sehr gut gefallen hat, war eben diese Maßstabslosigkeit und Dimensionslosigkeit, die dieser Baustoff und dieser Art des Körpers, wie wir es ausgebildet haben, wichtig war. Aber die Anordnung der Fenster, die nach außen hin sehr willkürlich erscheinen, haben alle ihren Zweck und verfolgen einer gewissen Strategie. Das heißt, also die Fenster sind so angeordnet, dass man von bestimmten Räumen, von bestimmten Orten durch Gebäude, durch Räume hindurch beziehungsweise in Räume hinein eine visuelle Kommunikation hat. Das führt dazu, dass eben wie hier in diesem Raum jetzt das Fenster sehr nach oben angeordnet ist, natürlich jetzt der Blick in den Himmel ist, weil direkt davor wären die Parkplätze, sodass eben der Raum, wenn man sich mal dorthin begeben hat, eben nicht mehr, jetzt muss ich ganz kurz die Stichworte, man kommt herein und man kann die Umgebung ausblenden und man beschäftigt sich tatsächlich mit dem Raum und mit den Menschen, die dort sind, sowohl als Gast als auch als Gastgeber. Hier jetzt ein paar Impressionen, die vielleicht schon bekannten Bilder. Wir haben hier eben diese Vorhänge, die sehr wichtig sind. Auch das ist zum Beispiel etwas, wo ich glaube, wir Architekten allein nicht drauf gekommen wären. Die Kunstanordnung, die Leuchten, dieses Zusammenspiel der Grautöne und der Materialien. Und ich glaube auch, der Raum ist deswegen so gelungen, weil eben auch hier der Bauherr und die Bauherrschaft, also nicht nur der Oliver Schmidt, sondern natürlich die Sabine Harms, die Großzügigkeit in der Höhe eben mit sich bringt und dadurch auch der Raum, also den Raum zu was Besonderem machen. Erst nachdem der Raum fertig war, kam auch dieser Gedanke dieser Event-Location. Also es kamen immer mehr Leute rein, haben gesagt, wir wollen den Raum mieten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dieses Bekanntwerden für Videli natürlich einen großen Vorteil mit sich brachte. Es gibt Weinverkostungen, es gibt kleine Veranstaltungen, die um den Wein herum stattfinden. Und wenn man eben hier so eine klassische, ist zum Beispiel jetzt die Eröffnungsfeier gewesen, ein sehr legere Veranstaltungsort, wo die Leute eben gerne hinkommen. Man stört auch keine Nachbarn. Die Peripherie nutzen wir dadurch, dass eben auch draußen Musik laufen kann. Also der Ort hat in dem Sinn auch wieder große Vorteile, die es in der Stadt nie geben würde. Und so sieht zum Beispiel eine normale Weinverkostung aus. Das heißt, sehr entspannende Atmosphäre. Es gibt keinen Lehrmeister, der vorne steht und die Sachen erklärt und die Jünger dürfen zuhören, sondern es geht darum, über den Wein zu kommunizieren und über sehr viele Dinge zu kommunizieren und den Wein und die Weinkenntnis eher über Nachfragen und kleine Erläuterungen dem Kunden näher zu bringen. Hier auch ein Durchblick von oben in den Raum rein. War uns wichtig, da sieht man auch hier dieses Bild, das ist jetzt vom eigentlichen Chefbüro durch den Weinraum hindurch, hinten in den Bereich Anlieferung, sodass man auch hier sieht, geht jemand zum Tor, wenn es da geklingelt hat. Also ich brauche nicht immer ein Telefon, muss auch nicht irgendwie immer bekomme mit, wenn Ware angeliefert wird oder Ware abgeholt wird. Ja, das ist jetzt der Besprechungsraum für die Mitarbeiter oder Pausenraum. Ja, und so ist jetzt aus diesem Logistikbereich, der sich so überhaupt nicht verändert hat, diesem Arbeitsbereich
mit dem Weinraum zusammen eigentlich ein Wohnbereich geworden für alle Mitarbeiter. Das Wohlfühlen ist so, dass die Mitarbeiter, also dass die Krankheitsquote bei der Firma wohl sehr, sehr gering ist. Also sie hatten so gut wie keine Krankheitsausfälle bisher, weil die Leute auch gern zur Arbeit kommen, sich wohlfühlen, auch eine Wertschätzung erfahren durch die Bauherren, weil ich glaube, so ein Konzept ist nur umsetzbar, wenn diejenigen, die für die man es baut, das auch wirklich wollen und auch selber leben. So, das ist jetzt der obere Bereich, nur kurz, Luftraum 1 über dem Büro, Luftraum 2 über dem Weinraum, Technikraum, Technikraum, Arbeit, Pausenraum und das Büro für die Chefs. Ja, hier jetzt nochmal ein Blick in den Bürobereich. Auch hier die Verwendung von Industriematerialien, einheitliches Grau. Das wurde auch gefertigt von einem Metallbetrieb, der eigentlich Logistik Gitterboxen herstellt. Der hat dann hier auch die Geländer hergestellt. Hier die Treppe aufwärts, auch das ist eine einfache Art der Geländerteilung. Auch hier wieder auf diesem Weg zwischen den beiden Räumen, Büro und Pausenraum, wieder Blick nach außen. Hier unten die Fenster, die es verhindern, dass es keine große Verglasung ist, dass die vorbeifahrenden Autos in 6 Meter Abstand ins Büro reinschauen, aber trotzdem sehr viel Tageslicht in den Raum werfen und die Fenster sehr tief angeordnet sind, sodass man einfach auch den Grünstreifen, der direkt davor ist, auch noch die kleine Blume sieht, die dort wächst. Hier der Blick aus dem Chefbüro runter in den, auf die Bühne bzw. auf die Logistik. Ja, und dann eben auch die Überlegung, wo man sieht, wie weit man eigentlich gehen kann, wenn man die Geduld mitbringt auf Bauherrenseite. Ja, wir haben lange überlegt, wir hatten viele Toilettenpläne und überlegt, wie macht man es. Dann kam das Thema Gendern. Wie sind wir da vorbereitet, wenn wir doch eine Event-Location sind? Und eine Mitarbeiterin von uns kam auf die Idee zu sagen, warum unterscheiden wir Männlein, Weiblein? Warum unterscheidet man nicht einfach in Sitzen und Stehen? Sehr charmant, wird auch von den Gästen immer wieder schmunzeln, wenn sie zurückkommen von der Toilette, eigentlich, weil man auf was hinweist, wenn man sagt, es sind so Dinge, die sind so einfach, man muss sie nicht kompliziert machen. Ja, und auch dieses Schmunzeln an sich ist eigentlich was die Bauherren und auch die Firma auszeichnet, dass man über sich selber ein bisschen schmunzeln kann. Ganz am Schluss hat unser Projektleiter gesagt, also irgendwie fehlt dieser trockenen Geschichte dann doch noch ein bisschen das Schmunzeln und hat nur mal so dahingesprochen, dass man doch dort einen Schiedsrichterstuhl machen könnte in den Grünstreifen, weil das sonst ja gar keinen Sinn hat. Dann könnte man das Gebäude mal von einem ganz anderen Standort oder Standpunkt aus betrachten. Unser Bauherr hat es gleich zum Anlass genommen, diesen Schiedsrichterstuhl, glaube ich, bei eBay zu erwerben. Der wurde ihm auch angeliefert. Er hat sich dann auch die Mühe gemacht, das selber mit den Videli-Farben anzumalen. Wir haben es einbetonieren lassen und ist ein kleiner Gimmick, aber soll auch zeigen, dass man nicht alles zu ernst nehmen sollte. Was aber sehr ernst genommen wurde und es trägt sich eigentlich durch das ganze Projekt durch, es sollte keine große Werbung am Gebäude stehen. Das ist übrigens der Blick vom Schiedsrichterstuhl entlang der Fassade mit dem Grünstreifen, der als Blumenwiese, also kein gepflegter Rasen, sondern einfach eine schöne Blumenwiese. Hier nochmal dieses Thema, also hier der Gaskessel, den sieht man jetzt im Hintergrund. Hier die Dimensionslosigkeit des Gebäudes, das tatsächlich 50 Meter lang ist. Die Fenster, die Quadrate, die auch keinen Hinweis geben, weil es die Anordnung eben rein zufällig erscheint. Das sind die Lüftungsgitter mit der Nachtabkühlung für die Technik, ebenfalls quadratisch konsequent durchgehalten. Und so sieht es aus, wenn man aus der Weinhandlung rauskommt. Also gegenüber wurde jetzt gebaut, das ist ein Bild vorm Bau. Das Gebäude der Nachbarschaft kann man eigentlich niemand zeigen, aber es ist schon nach wie vor im Umbruch oder in der Ergänzung und es geht gerade so weiter wie das, was wir vorher vorgefunden haben, dass eigentlich der Gewerbebereich eigentlich fast keine Beachtung findet. Was ich persönlich sehr schade finde, weil jeder Architekt kennt es, in jedem Wohngebiet wird darauf geachtet, dass auch ja die Draufhöhe eingehalten wird, dass auch ja die Dachziegelfarben eingehalten werden und auch bitte die
die Gärten so und so gestaltet werden, aber eigentlich im Gewerbebau außerhalb, da darf man offensichtlich alles tun. Und das finde ich ausgesprochen schade, wenn man bedenkt, wie sichtbar dann doch diese Peripherie ist. So, das ist ein Bild von der Einweihung, wie man sieht. Wir hatten hier auf dem Parkplatz die Überlegung, wie geht man damit um, dass die Autos nicht davor parken. Dann kam auch unser Projektleiter auf die Idee, der war irgendwie auf einer Veranstaltung mit diesen Holzblöcken, die sind, glaube ich, 5 oder 6 Meter lang, aus dem Schwarzwald sich anliefern zu lassen, abgestellt. Das heißt, es sind zugleich Sitzbänke als auch Anfahrschutz für die Autos, dass die und auch zu verhindern, dass die Leute mit dem Auto direkt vor die Türe fahren. Ja, und jetzt noch einen kleinen Eindruck hat Sebastian Harms noch einen Film gedreht. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Zuhören. Ja, vielen Dank. Und für alle, die jetzt Lust auf den Wein bekommen haben, wo kann ich den denn bestellen? Bei Videli. Sehr schön. Videli.de. Und auch gerne, wenn man, sehr gute Idee, auch wenn man unsicher ist. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach mal anzurufen, sich beraten zu lassen. Das machen die auch sehr gerne. Vor allem die Sabine ist da jetzt verantwortlich. Aber es sind eigentlich alle in dem Team, wo da helfen und zusammenarbeiten. Und diese familiäre Atmosphäre, die eigentlich dieses Unternehmen immer schon hatte, wurde tatsächlich auch am neuen Standort weiterentwickelt. Und ich finde, weil wir immer über Gebäude sprechen eigentlich und über Umweltschutz und über Verkehr. Eigentlich müssen wir mehr über die Menschen sprechen, die sowas ermöglichen. Weil ich glaube, das ist die Wurzel von allem und das treibt uns auch um. Ich glaube, so ein Gebäude wäre nie machbar, wenn jemand da nicht das Vertrauen hat in die Architekten und auch in die Gruppe oder Truppe, die da mitarbeitet, das ganze Team. Wir waren extrem kritisch, aber wir wurden auch kritisch beäugt, aber wir wurden auch unterstützt. Also das ist alles nur machbar, wenn man bereit ist, sich auf die Reise zu begeben. Ja, ich habe die ganze Geschichte, der ganzen Geschichte gelauscht und Entschuldigung, vorhin hat mein iPhone versagt. iPhone unterwegs als Webinar-Moderator ist offenbar nicht ganz so einfach. Bin nach Hause geradelt und jetzt sitze ich hier vor dem eigenen Gerät zu Hause und das geht besser. Also vielen Dank, Marco Hippmann, für diese schöne Darstellung. Und warum hat die Jury dieses Projekt unter die Top 20 in Deutschland gewählt? Weil wir ja bei der Kiste, im Moment bei der Betonkiste, die Heimeligkeit sind, ausstrahlen sind heute. Diese Betonkiste, nachher kommt die nächste Betonkiste. Ja, wir waren natürlich beeindruckt, wie jemand die Bauaufgabe Kiste in der Peripherie mit Sinn und Inhalt füllen kann, auf eine Weise, die dazu führt, dass ein Unort ein Ort wird. Und wenn ihr jetzt da sogar Events an der großen Straße macht, draußen sitzt an den Holzkisten, die man da auf dem Bild noch rechts unten vielleicht erkennen könnte, dann ist das also eine Belebung des peripheren Raumes, was nicht zu der normalen Stadtplanung gehört. Und das ist schön, da sollte es mehr von geben. Und deswegen waren wir begeistert von dem Anspruch an so einer Stelle, von so einem Bauherrn und so einem Architekten, weil das nicht normal ist. Und das hat uns begeistert. Also insofern, das war die Jury dazu und so kamt ihr in die Top 20 in Deutschland. Vielen Dank. Gut.
Solange jetzt nichts passiert, würde ich sagen, also ich, auch wenn, also wenn jetzt Corona sich ein bisschen beruhigt hat, also ich würde mich sehr freuen, wenn man, wenn jeder, der jetzt hier, also Herr Petzet, Herr Schmal und auch Sie, Frau Heppner, wenn Sie nach Stuttgart kommen, sehr gerne mal einladen, um einfach diesen Ort zu sehen, vor allem die Menschen, die dahinter stecken, also sind Sie herzlich eingeladen. Gleiches, gerne, Sie können auch gerne bei uns vorbeikommen. Und der Wein ist auch nicht, also als Schwabe sagt man, der ist auch nicht so schlecht. Ne? Okay, sehr gut. Gut, ja dann, vielen gut, Dank dann, euch beiden. Vielen Dank. Dank. Vielen Dank auch an die Zuschauer. Wir sind in 2 Wochen wieder da mit der nächsten Lecture. Melden Sie sich gerne wieder über die Website an. Und wenn Sie bis dahin Sehnsucht haben, hören Sie auch gerne in unsere Podcasts rein. Ansonsten genießen Sie die Sonne und wir sehen uns wieder. Danke sehr. Danke. Bis bald. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.